Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Parkitect. Jetzt also im freien Modus mit einer offenen Karte ohne irgendwas. Also hier ist wirklich gar nichts, außer also wirklich so viel Platz. Es geht übrigens noch weiter bis da hinten, wo wir uns ausleben können. Alter, Karte ist gefühlt riesig. Wahnsinn. Wahnsinn, sag ich da. Gut, wir starten einfach mal hinein, würde ich sagen. Und überlegen uns, wie wir diesen Park angehen. Ich habe alles eingeschaltet, also Forschung ist quasi offen. Also wir müssen forschen, andersrum gesagt. Ja, das ist auch dringend notwendig, weil wir haben gar nichts. Und ja, ein paar Geschäfte haben wir, wie gesagt, gefühlt gar nichts. Aber wir können tun und lassen, was wir wollen. Und ich würde sagen, das machen wir auch. So, jetzt überlegen wir uns erstmal, was wir für einen Untergrund nehmen. Ja, für den. Okay. Hey, wir machen es mal anders. So, das ist schon mal der Start. Dann werden wir hier unsere erste Versorgungsecke bauen. Oh, ich versuche mal gleich hier mit Häusern zu arbeiten. Holzachterbahn. Gibt es auch Häuser? Passbare Läden. Nee. Castle Wall Gate. Section. Das hätte ich eigentlich ganz gerne. Das ist jetzt optisch nicht das, was ich eigentlich will. Aber es ist zumindest schon mal ein Start. V konnte ich rein, ne? Weil da können wir dann erstmal die ersten Sachen bauen. Lemonade. Und eine Wand muss ich abreißen, und zwar die hier. Doch, passt rein. Damit das Chlorin passt. So, dann brauche ich... Ja gut, da kann ich halt noch Sachen oben drauf packen. Das können wir aber später machen. Wir machen erstmal Wände. Mal gucken, was das für Wände sind. Wobei die weiße Wand auch gehen würde, tatsächlich. Damit kann ich sogar leben. Oh. Entschuldigung. Ich komme mit der Steuerung noch nicht so ganz zurecht, muss ich ehrlich zugeben. So, Pavillon. Ach, das sind die Dinger. Ja, da können wir auch mal ersetzen, würde ich sagen. Pavillons gibt es nicht allzu viele. Wobei, das finde ich auch Quatsch. Nee, es ist wirklich der einzige vernünftige Pavillon, den es hier gibt. War wirklich gar nicht meins. Ich finde auch, dass das oben durchgeht. Entschuldigung. Finde ich ganz schlimm. Stützpfeiler. Nee, Torbögen. Ja gut, Torbögen könnte man tatsächlich auch machen. Dass man hier einfach mal so einen Stützbogen macht.
so wie so eine Art, ja gut, es, hier heißt es Vordach. Ich finde, es ist nicht wirklich ein Vordach. So, Heckenbogen, es müsste der kleinere sein. Ach nee, der ist einfach nur rund. Ja, ich finde den runden sogar besser. Obwohl, dass er hier so halbwegs auf einer Ebene, auf einer Höhe ist. So, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich von hinten erstmal, das muss weg, die Versorgung bauen. Und dann müssen wir das Ganze auch nochmal wieder ein bisschen schöner machen, oder? Ja, hier ist es nämlich richtig schlimm. Aber wir müssen sowieso erstmal Dekoration hier ein bisschen hinbauen. Formen, Details. Gut, ich könnte mit Wasser arbeiten. Groß, klein, mittel. Achso, das sind Requisiten. Blumen. Tja, da können wir meinetwegen einen Baum reinpflanzen. Das geht doch bestimmt, oder? Ja, der auf jeden Fall schon mal nicht. Nicht große Bäume? Wo kann ich da noch einen dazwischen bauen? Ach, die kann ich nur ersetzen. Okay. So, meinetwegen hier noch so ein paar Tulpen oder so. Ach, da geht die Pappel weg. Das ist ärgerlich. Pappel hätte ich gerne noch. Gibt da noch eine kleine Pappel? Okay, so. Dann machen wir hier ein paar Bänke hin. Welche Bankvariante nehme ich denn? Nehme ich die hier, würde ich sagen. Was? Okay, keine Ahnung, ging gerade nicht. So, Lampen. Ich finde die tatsächlich ganz hübsch. Ich finde es immer noch kurios, dass die Dinger da immer nur an den Rand kommen. Aber egal. So, Mülleimer. Ach, da gibt es auch noch die Hässlingen. Na, gehst du weg? So, dann haben wir den Startpunkt zumindest schon mal eingekreist. Tja, wir müssen trotzdem leider... ne, Zäune, ja, also Zäune bauen wir definitiv auch nochmal. Lichterketten. Den finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Also wir werden hier aber auch nochmal dann Sachen freilassen. Damit wir da an die ersten Geschäfte kommen. Ich würde mich hier vorne gleich mal eins setzen. Machen wir ein Karussell. Alter Schwede. How bad hässlich ist das denn? Aber gut. Ist für die Kinder.
krass. Krass schön. So, wir machen mal. Ach, ja, komm, wir machen $1,50. So, dann müssen wir das hier leider wegmachen. Also leider nicht. Ach, das ist die Warteschlange, ne? Ist das alles Warteschlange? Das kann ich leider nicht ersetzen. Wobei ich den tatsächlich gar nicht schlecht finde, den Weg. Ist der hier, ne? Okay, dann gehen wir gleich so weiter durch. Setzen noch mal ein paar Zäune. Ja gut, die Spotlights, also das eine Spotlight ist ein bisschen im Dings mit drin, aber das ist nicht so wild. So, ich mach trotzdem jetzt erstmal ganz kurz hier hinten die Wände. Kann ich eigentlich Favoriten setzen? Gefühlt nicht, ne? Oh, nee. Ich hätte trotzdem gern die. Ich finde die irgendwie schöner. Ach, das kann ich gar nicht ziehen. Das muss ich wirklich mal einzeln setzen. Okay, das ist natürlich blöd. Obwohl, nee, das machen wir weg. Obwohl, doch, das kann man eigentlich auch machen. Ja, passt zwar nicht so ganz. So, und da machen wir jetzt hier so einen kleinen Durchgang. Ist das so ein Torbogen? Nee, gibt wenn dann nur das, ne? Und als Dächer. Mann. Entschuldigung. Die Dächer gefallen mir alle überhaupt gar nicht. Boah, kann ich die nicht in Schwarz haben? Ja. Das werden wir dann auch nochmal ersetzen. Aber das machen wir bitte höher. Und da gibt es ja bestimmt auch welche. Wobei, wir machen das hier in Schwarz. Jetzt das Ganze an der Seite zumachen. Oh, jetzt bin ich ja gespannt, ob das geht. Ach, jetzt müssen wir erstmal wieder das Richtige finden. Das hier. Theoretisch müsste es für alles das Richtige geben. So, und jetzt brauche ich eine halbe Wand. Ja, seht ihr, das ist doch hier wie im Baukasten. Tja, und jetzt mache ich da vorne eine ganze Wand. So, und jetzt gibt es Schilder? Schilder gibt es nicht, ne? Wasser. Details. Ja, am Fenster könnte man ruhig reinsetzen. Lacke oben drauf. Ach, kann ich gar nicht drehen? Okay.
Ah, das ist aber schön, dass sich das anpasst. Oh ja. Hier so eine dicke, fette Uhr drauf. Oh ja, die gefällt mir aber. Was ist das? Vordach. Okay, ich habe mich selbst überzeugt. Ich arbeite nur im Vordach. Gibt es auch nur so ein Vordach? Also ohne... Ja, das gefällt mir besser. In braun. Gibt es nur ein Vordach ohne diese Dinger? Wahrscheinlich nicht, wa? Weil dann können wir nämlich hier vorne auch nochmal zwei Bänke hinknallen. Finde ich eigentlich ganz gut. Oh Gott, jetzt geht's schon los, dass ich hier so detailversessen werde. Super. Ich finde übrigens die Bänke nicht mehr passend. Wir setzen die schon mal. Oh. Machen gleich schon mal den nächsten Bankstil. Mann. Oh, das ist ja schwierig. Och, das ist... Also... Na gut, man muss sich vielleicht dran gewöhnen. Irgendwann kriege ich es auch hin. So, haben wir alle ersetzt. Das passt dann auch ein bisschen besser, finde ich, zu den... zu den Mülleimern. Apropos Mülleimer. Ich würde das wirklich sehr, sehr gerne als Favoriten irgendwo ablegen. Dass ich immer wieder die Dinger nehme. Genauso die Lampen. Komisch. Naja, egal. So, dann machen wir noch mal ein paar Pappeln. Wow. Fast die erste Folge rum. Wahnsinn. Pappeln. Da vorne können wir ruhig noch mal ein paar... Können wir noch mal kleine Pappeln setzen, bevor wir es vergessen. Und ein paar Felsen würde ich vielleicht noch reinsetzen. Ja, noch ein Felsen. Hier noch so einen kleinen. Und da würde ich dann noch gerne Blumen machen. Tulpen. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, da vorne kann man theoretisch auch nochmal was machen. Egal. So, erstes Fahrgeschäft steht. Die ganzen Sachen stehen. Haben wir eine Information? Wir haben einen Geldautomat. Ja, den müssen wir auch schon irgendwann setzen. Wobei, den kann ich doch... Ne, kann ich nicht. Dann setze ich den Geldautomaten hier hin. Oder wartet. Wir setzen den Geldautomaten hier hin. Nee, ich habe eine andere Idee. So, nochmal löschen, sorry. Wir gehen ja sowieso weiter. Erstmal hier mit dem Weg. Weil dann können wir nicht den ersten Geldautomaten da hinsetzen. So, eins und dann so. Dann können wir da nochmal nämlich Blumen hinmachen. Oder wir können da vielleicht auch noch... So einen fetten Baum geht einfach nicht.
Birke. Machen wir da eine Birke hin und noch ein paar Tulpen, würde ich sagen. Wir können auch mal andere Farben nehmen für die Tulpen. Ich weiß nicht, ob es blaue Tulpen gibt. So, ein Mini-Felsen. So. Nice, nice. Gut, dann... Da und da. Benke sind diese. Da natürlich nicht, weil da ist... leider jetzt der... Hab ich nie gebaut hier. Achso, da muss ich übrigens auch noch was hinsetzen. Oh, Ahornbäume, auch geil. Obwohl, wir bleiben erstmal bei Birken. Gibt's auch kleine Birken? Ne. Oh, der ist genau gleich. Ja, hier Blumenkübel, stimmt, das gibt's ja auch noch. Fensterbox, Efeu, Topfpflanze. Hm. Ach, Büsche gibt's auch. Geil. Oh, das wusste ich nicht, dass es sogar Büsche gibt. Es gibt sogar langes Gras und sowas. Pilz. Oh, wie niedlich. Geil. Oh, das sieht aber schön aus. Ich glaube, das könnte mir gefallen hier, das Spiel. Ich glaube, ich werde hier Spaß haben. Das hier war's, ne? Ja. So, Dekoration. Ach, wunderbar, alles grün. Ja, Regenschutz eher weniger. Müll haben wir nicht und Vandalismus haben wir natürlich auch nicht. So, dann machen wir die nächste Attraction. Wir haben das Karussell, da machen wir Teetassen. Wir machen den Twister. Ja, so gefällt mir das. Wo ist denn der Eingang? Ich sehe den Eingang nicht. Da vorne ist der Eingang, oder? Ehrlicherweise weiß ich nicht, wo es reingeht. Sieht übrigens optisch sehr geil aus, der Twister. Okay, da geht's nicht rein. Hä? What the fuck? Da ist der Eingang. Ach, du heilige Scheiße. So, ich verstehe trotzdem nicht, wo der Ausgang ist. Da ist der Ausgang. Ach, hier ist Ausgang und Eingang gleichzeitig. Alles klar. Okay, jetzt habe ich's. Kann ich die Eingangsding trotzdem mal ersetzen? Wobei, wir lassen das jetzt einfach. Ist ja egal. So, zubauen. Da muss noch zugebaut werden. Und da vorne, ja, kann man dann halt auch nochmal, ne, ein bisschen was machen. Können wir Wasser machen. Wasser flach. Alter Schwede. Krass. Okay, so, wir brauchen einen Hausmeister, wir brauchen einen Träger. Dem werden wir auch gleich mal eine Zone zuweisen. Ein Mechanic. Ah, ja, komm, ein Sicherheitspersonal müssen wir leider auch haben. Und unser Park ist geöffnet. Dann werden wir mal das Ganze für die Menschheit öffnen. Das mit dem Wasser sieht übrigens ganz schlimm aus. Thank you.
Sorry, das gefällt mir gar nicht mit dem Wasser. Ja, wir können da bestimmt hier ein bisschen terraformen. So, und da würde ich gerne Wasser reinmachen. Sehr gut. So, die ersten Gäste sind schon mal da. Das freut mich. Wir werden dann auch nach und nach natürlich hier versuchen, noch ein paar mehr Sachen zu bauen. So, wo waren denn hier Pappeln? Sakara-Baum. Eine Weide. So, noch ein paar Felsen. Kann ich eigentlich auch Felsen ins Wasser bauen? Sieht auch cool aus, finde ich zumindest. Pflanzen. Ja, genau, das suche ich doch hier. Gräser und so ein Mist. Oh, ein langes Gras. Das ist natürlich auch krass, dass man hier wirklich einzelne kleine Mistsachen bauen kann. Okay, sehr schön. Ja, da vorne muss ich noch ein bisschen dekorieren irgendwann. Aber das kriegen wir hin. So, wir haben noch 16.000. Aber wir machen erstmal Schluss. Also, erste Folge in unserem Park. Habe ich den echt benannt? Flat Terran Large heißt er. Nee, ja, komm. Wir nennen ihn erstmal Windland Park, ist ja egal. Und wir werden dann morgen weiter basteln und die nächsten Attraktionen hier reinhauen. So, bis jetzt geht noch alles. Forschung, ja, 100. Wir werden natürlich am Anfang nicht wirklich viel Geld machen. Dafür brauchen wir halt einfach irgendwann die... Ballonstand? Habe ich doch gar nicht. Nee. Brauchen wir halt einfach mal irgendwann die ganzen... Was ist da? Das muss ich übrigens auch noch bauen. Was will ich denn sagen? Achterbahn. Wir brauchen irgendwann die ganzen Achterbahnen. Damit das hier vorangeht. So, wir machen hier noch ganz kurz ein Schulungszentrum. Und dann bin ich aber auch wirklich weg. Ja, und wie gesagt, morgen geht's dann weiter. Und wir machen uns dann daran, das Ganze hier noch schöner zu machen. Bin gespannt, wie das Ganze hier los und weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, gut. Genug erzählt. Pausenraum haben wir noch gebaut. Und wir machen Schluss. Herzlichen Dank. Spiel gespeichert. Bis morgen. Tschüss.